Siebte Lesung, Johann Wolfgang von Goethe, Reineken Fuchs. Zur Ausstellung meines Bildes Eating the Universe. Und vorher vielleicht eine Kleinigkeit. Hier, so wird das zunächst gemacht. Ich untermale das, die Zeichnung der Schallplatte. Und dann wird es in mehreren Gängen, da das Ölfarbe ist, trocknet das relativ langsam, dann ausgemalt, bis es so, na, jetzt weiß ich nicht, wie es am wenigsten glänzt, dann so langsam schön wird. Das ist noch nicht ganz fertig und man sieht, das ist eine Amiga-Label-Single-Schallplatte, wie es in der DDR gemacht wurde. Da sieht man auch schon, dass da noch mehr gemalt ist. Das ist ein Stillleben mit einem Pfannkuchen, wie man in Berlin sagt, Berliner oder Krapfen. So, mein dritter Gesang folgt jetzt und nachdem der Bär geschunden war, ist jetzt der Kater auf dem Weg zu Reineken Fuchs. Nun war Hinze der Kater ein Stückchen Weges gegangen, einen Martinsvogel erblickt er von Weitem, da rief er, edler Vogel, Glück auf! O wende die Flügel und fliege her zu meiner Rechten. Es flog der Vogel und setzte sich zur Linken des Katers, auf einem Baume zu singen. Hinze trübte sich sehr, er glaubte sein Unglück zu hören. Doch er machte nun selber sich Mut, wie mehrere pflegen, immer wandert er fort nach Malepatus. Da fand er vor dem Hause Reineken sitzen. Er grüßt ihn und sagte, Gott der Reiche, der Gute, bescher euch glücklichen Abend. Euer Leben bedroht der König, wofern ihr euch weigert, mit nach Hofe zu kommen. Und ferner lässt er euch sagen, stehet den Klägern zurecht, sonst werden's die eurigen büßen. Reineke sprach, willkommen da hier, geliebtester Neffe. Möget ihr Segen von Gott nach meinem Wunsche genießen. Aber er dachte nicht so in seinem verräterischen Herzen. Neue Tücke sann er sich aus. Er wollte den Boten wieder geschändet nach Hofe senden. Er nannte den Kater immer seinen Neffen und sagte, Neffe, was setzt man euch für Speise vor? Man schläft gesättiget besser. Einmal bin ich der Wirt. Wir gingen dann morgen am Tage beide nach Hofe, so dünkt es mich. Von meinen Verwandten ist mir keiner bekannt, auf den ich mich lieber verließe. Denn der gefräßige Bär war trotzig zu mir gekommen. Er ist grimmig und stark, dass ich um vieles nicht hätte ihm zur Seite die Reise gewagt. Nun aber versteht sich's. Gerne gehe ich mit euch. Wir machen uns früh des Morgens auf den Weg. So scheinet es mir das Beste geraten. Hinze versetzte darauf, es wäre besser, wir machten gleich uns fort nach Hofe, so wie wir gehen und stehen. Auf der Heide scheinet der Mond, die Wege sind trocken. Reineke sprach, ich finde bei Nacht das Reisen gefährlich. Mancher grüßet uns freundlich bei Tage, doch käme er im Finstern uns in den Weg, es möchte wohl kaum zum Besten geraten. Aber Hinze versetzte, so lass mich wissen, mein Neffe, bleib ich hier. Was sollen wir essen? Und Reineke sagte, ärmlich behelfen wir uns. Doch wenn ihr bleibet, so bringe ich frische Honigscheiben hervor. Ich wähle die klärsten. Niemals esse ich dergleichen, versetzte murrend der Kater. Fehlet euch alles im Hause, so gebt mir eine Maus her. Mit dieser bin ich am besten versorgt und spare den Honig für andere. Esst ihr Mäuse so gern, sprach Reineke, redet mir ernstlich. Damit kann ich euch dienen. Es hat mein Nachbar, der Pfaffe, eine Scheun im Hofe, darin sind Mäuse, man führte sie auf keinem Wagen hinweg. Ich höre den Pfaffen klagen, dass sie bei Nacht und Tag ihm lästiger werden. Unbedächtig sagte der Kater, tut mir die Liebe, bringet mich hin zu den Mäusen.
denn über Wildbret und alles lob ich mir Mäuse, die schmecken am besten. Und Reineke sagte, nun, wahrhaftig, ihr sollt mir ein herrliches Gastmahl genießen, da mir bekannt ist, womit ich euch diene, so lasst uns nicht zaudern. Hinze glaubte ihm und folgte. Sie kamen zur Scheune des Pfaffen, zu der lehmernen Wand. Die hatte Reinecke gestern klug durchgraben und hatte durchs Loch dem schlafenden Pfaffen seiner Hähne den besten entwendet. Das wollte Martinchen rächen, des geistlichen Herrn geliebtes Söhnchen. Er knüpfte klug vor die Öffnung den Strick mit einer Schlinge. So hofft er, seinen Hahn zu rächen am wiederkehrenden Diebe. Reinecke wusste und merkte sich das und sagte, geliebter Neffe, kriechet hinein, gerade zur Öffnung. Ich halte Wache davor, indessen ihr mauset. Ihr werdet zu Haufen sie im Dunkeln erhaschen. O, höret, wie munter sie pfeifen. Seid ihr satt, so kommt nur zurück, ihr findet mich wieder. Trennen dürfen wir uns diesen Abend nicht, denn morgen gehen wir früh und kürzen den Weg mit muntern Gesprächen. Glaubt ihr, sagt der Kater, es sei hier sicher zu kriechen? Denn es haben mitunter die Pfaffen auch Böses im Sinne. Da versetzte der Fuchs, der Schelm, wer konnte das wissen? Seid ihr so blöde? Wir gehen zurück. Es soll euch mein Weibchen gut und mit Ehren empfangen, ein schmackhaft Essen bereiten. Wenn auch Mäuse nicht sind, so lasst es uns fröhlich verzehren. Aber Hinze, der Kater, sprang in die Öffnung, er schämte sich vor Reinekens spottenden Worten und fiel in die Schlingen. Also empfanden Reinekens Gäste die böse Bewirtung. Da nun Hinze den Strick an seinem Halse verspürte, fuhr er ängstlich zusammen und übereilte sich furchtsam, denn er sprang mit Gewalt. Da zog der Strick sich zusammen. Kläglich, rief er Reineken zu, der außer dem Loche horchte, sich hämisch erfreute und so zur Öffnung hineinsprach, Hinze, wie schmecken die Mäuse? Ihr findet sie, glaub ich, gemästet. Wüsste Martinchen doch nur, dass ihr sein Wildbret verzehret. Sicher brächt er euch Senf, er ist ein höflicher Knabe. Singet man so bei Hofe zum Essen? Es klingt mir bedenklich. Wüsst ich Isegrim nur in diesem Loche, so wie ich euch zu Falle gebracht, er sollte mir alles bezahlen, was er mir übelst getan. Und so ging Reinecke weiter, aber er ging nicht allein, um Diebereien zu üben. Ehebruch, Rauben und Mord und Verrat, er hielt es nicht sündlich, und er hatte sich etwas besonnen, die schöne Giermund wollte er besuchen in doppelter Absicht. Fürs Erste hofft er von ihr zu erfahren, was eigentlich Isegrim klagte. Zweitens wollte der Schalk die alten Sünden erneuern. Isegrim war nach Hofe gegangen, das wollte er benutzen. Denn wer zweifelt daran, es hatte die Neigung der Wölfin zu dem schändlichen Fuchse den Zorn des Wolfes entzündet. Wiedersehen.